Nachbar Adolf Bormer und ist noch nicht zurück. Immer noch von Schwarzen Mal. Verzeihung, haben Sie gerade Adolf Bormer erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Ups. Okay. Könnte Bardolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Okay. Warum sollte Bardolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Hm. Ich habe gedacht, die Rede ein bisschen länger. Jetzt wollte ich gerade mal was trinken. Hm. Okay. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Okay, dann schauen wir doch mal. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Mhm. Ich konnte nicht umhin zuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Okay. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch was. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass Sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Bitte seien Sie vorsichtig. Oh, wir sollten nicht in Angst jetzt leben ist müssen. Gar keine Händlerin. Also noch nicht. Wahrscheinlich erst nach der Quest. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Rebellion. Da drin ist die Handlungsseite. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich ja ändern. Okay. Kürbislimo.
So, was haben wir hier? Rivelium. Mhm. Alter. Boah, regt mich sowas auf. Ich muss woanders hin. Ja, nee. Ich hole mir jetzt die Flohflammen, wenn ich sowieso da... Nein, nein, halt, stopp. Nein, mach ich nicht. Weil ich werde da definitiv noch irgendwas anderes finden. Ich will jetzt einfach nur Kram verkaufen. So, Mr. Pupin, ich möchte wieder Ihr In Geld. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Okay. Sehen Sie sich ruhig um. Mach ich. Und verkaufen, und verkaufen. Alles weg, alles raus. Ich brauche Platz im Inventar. So. Ei. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, ja, bis das glaube ich dir. Ich mag den Typen nicht. So, das heißt... ich mache jetzt einfach weil ich es kann, ein paar Merlin-Rätsel. Ja, genau das werde ich jetzt tun. Dass ich einfach ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Und mich nicht mehr so viel aufregen muss. Und dann muss ich die Koboldlager räumen. Was ja aber ein absoluter Klacks ist. Ich habe eine ganze Burg voll mit Kobolden ausgelöscht. Ich kann hier keinen Besen benutzen. Immer noch keinen Besen benutzen. Ich kann immer noch keinen Besen benutzen. Jetzt kann ich einen Besen benutzen. So. Diese Neugierde, die junge Mädchen. Du bist die Rotznase, die Troy trinkt. Gefängnis. Was hast du getan? Gepulso. Leviose. Contrinto. Die Tierwesen sind jetzt sicher. Sind sie das? Was für Tierwesen? Ich sehe keine. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. So, was muss ich hier machen? Impulso! Contrinto! Gott sagen, das hatte ich noch schon mal und das war auch gar nicht mal so schwer. Rebellion! Contrinto! Was ist denn das da unten? Sind das irgendwelche interessanten Ruinen oder einfach nur Deko? Schauen wir doch mal. Da ist eine Truhe. Da sitzt jemand. Naja, wenn die es nicht mitnehmen, mache ich es eben. Contrinto!
Ah, okay. Ich wollte es ein bisschen spektakulärer machen, als es dann letztendlich war. Achtung, Spinnen. Revelio. Was sind das Gegner? Nee. Oder? Doch, das ist ein Banditenlager. Du wagst es, meine Leute zu töten. Protego! Du wirst sterben! Das wird dir gar nicht. Komm, Pinto! Gepinto! Du sollst dich flüchten! Impulso! Vilioso! Komm, Pinto! Ich glaube, das wäre erledigt. So, und was haben wir hier? Explosiv 1. Revelio. Das ist ganz schön nah an Hogsmeade. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arrenshaw nichts zu wildern. Ist die Mühe nicht wert. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was ist das für ein blutiger Matschklumpenhaufen? Okay, gehen wir mal da rein. Horklump Hollow. Ich erwarte sehr viel Horklumpsaft auf da unten. Eigentlich will ich doch sowas gar nicht machen, bevor ich Schlösser knacken kann. Warum mache ich denn sowas schon wieder? Komm, trink! Revelio! Aber ich hoffe einfach mal, dass es eine natürliche Höhle ist, bei der ich keine Schlösser knacken muss. Und dann passt es schon. So, machen wir die Wand hier mal weg. Komm, trink! So, jetzt haben wir einen Pullover für den Herbst gefunden, der natürlich besser ist als mein Die sind beide für den Herbst. Okay. So. Gut, weiter geht's. Horklumpsaft. Und Horklumpsaft. Dann gehen wir mal darüber. Okay. Wartet da unten irgendein großer Boss auf mich?
Revelio. Ah, und schon bin ich da unten. Und schon haben wir wieder einen Troll. Benutzte Protego. Bis London gespürt. Kann es sein, dass Trolle aktuell zumindest so die härtesten Gegner sind, die es gibt? Was ist das denn? Eine Plüschalraune? Das Ding ist sehr cool. Haben wir damit den Troll in den Käfig gelockt? Oh, was haben wir denn? Dickdarmblätter. Hier komme ich nicht raus. Gibt es hier unten noch irgendwas Interessantes? Scheinbar nicht. Also muss ich hier wieder raus. Und... Schrumpelfeige. So. Revelio. Impulso. Ah, ganz viel Horklumpsaft. War das eins von den Eichhörnchen, die wir neben drauf haben? Revelio. Da muss ich theoretisch hin. Okay, hier geht's auch auf jeden Fall wieder raus. Ah, hier geht's ganz raus. Oder? Nee, das wollen wir nicht. Oder? Ist die Truhe außerhalb? Ich glaube, die Truhe ist einfach oben drüber. Oder? Ich wollte noch nach Hogwarts gehen. Hä, aber hier bin ich doch im Leben. Hier bin ich doch nicht reingegangen. Revelio. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier reingegangen? Ich bin verwirrt.
sind die... Nee, wisst ihr, ich gehe jetzt nach Hogwarts. Ich gehe jetzt nach Hogwarts und suche diese verdammten Statuen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll zu suchen. Deswegen benutze ich jetzt mal irgendeine Flohflamme. Aber wo könnten die sein? Ich bin fest davon überzeugt, ich hätte die schon längst irgendwo irgendwie finden müssen. Als Schlösser knacken ist ja von Anfang an schon Thema gewesen. Ist ja jetzt nichts, was jetzt erst ins Spiel eingeführt wurde oder so. Oder womit man jetzt erst konfrontiert wird. Warte mal, hier ist einer von den Koboldsteinen, oder? Da oben. Ach hier. Bestimmt den Treppen nicht noch höher. Ah, doch, da. Moment. Komm, trink! Ach, hier! Wo hab ich das Ding eben gesehen? Ich hab's doch an der Decke gesehen. Dieses Spiel verarscht mich einfach nach Strich und Faden, ne? Kann doch nicht sein, dass es jetzt schon wieder weg ist. Komm schnell, wenn ich hier hochgehe. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Hä, war ich hier noch nie? Revelio. Was ist denn hier schon wieder los? Trollrüstung. Diese ungewöhnliche Rüstung wurde für einen Troll gefertigt. Dass sie erhalten geblieben ist, grenzt an ein Wunder, denn Trolle tragen normalerweise keine Rüstung und würden sie verständlicherweise in ihrer Verwirrung oder Wut zertrümmern. Wo bin ich denn hier jetzt? Hogwarts Preis für Kräuterkunde. In Anerkennung beispielhafter Fähigkeiten auf dem Gebiet der Kräuterkunde verleiht Hogwarts diese besondere Auszeichnung an Mirabelle Garlek, Hufflepuff im 7. Jahr. Von Alraunen über Mistelzweige und Bubutuplern bis hin zu springenden Knollen. Ihre Arbeit mit der Pflanzenwelt hat alle Erwartungen übertroffen. Ist es nicht die Mirabelle von Garlek? Mirabelle Garlek? Ist es nicht unsere... Kräuterkunde-Lehrerin? Revelio. Ah, da oben. Nein. Trophäenraum. In diesem Raum befinden sich der Hauspokal, Quidditch-Trophäen, Duell-Trophäen und andere Auszeichnungen, die von der Schule vergeben werden. Man findet hier oft Schüler, die etwas angestellt haben und das Silber polieren müssen, um an den Wert... harte Arbeit erinnert zu werden.
Revelio. Das ist ja da. Schatulle des Feuerkelchs. Der Feuerkelch ruht in dieser uralten, mit Juwelen verzierten Truhe. Er fungierte seit der Gründung des Trimagischen Turniers im späten 13. Jahrhundert als Mittel zur Auswahl der Champions für das Turnier. Confringo! Nein, falscher Knopf. Ein Koboldstein. Wow. Okay. Revelio. Hauself-Rüstung. Diese Rüstung für einen Hauselfen wurde angeblich von einem grausamen Zauberer angefertigt, der wollte, dass sein Elf ihn im Kampf beschützt. Glücklicherweise war der Zauberer zu beschränkt, um zu erkennen, dass eine Rüstung auch als Kleidung betrachtet werden konnte. In dem Moment, in dem der Elf sie anlegte, disappierte er und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Okay, krass. Das ist sehr smart von dem Kobold gewesen. Und hier muss ich wieder einen Gegenstand identifizieren. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ja, einer fehlt, glaube ich, noch. Revelio. Zentaurenrüstung. Diese einzigartige Rüstung wurde als fehlgeleitetes Friedensangebot für einen Zentaurenanführer angefertigt. Das Geschenk wurde verschmäht und der Bote erhielt zum Dank einen Pfeil ins Bein. Die Rüstung selbst, die mit Hufspuren übersät war, wurde zu einem späteren Zeitpunkt geborgen und erneuert. Was kann man denn daran falsch verstehen? Das ist doch eigentlich eine coole Idee. Revelio. Ich glaube, das... Aha! Nein, schon wieder falsch. Akio. Von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Ey, ohne Scheiß, ich habe diese Quest einfach schon von Anfang an dieses Spiels. Und wieso bin ich nie diese beschissene Treppe einfach mal komplett bis nach oben gegangen? Das hätte schon so lange fertig sein können. Naja, egal. Wo ist denn Zenobia? Wenn ich jetzt schon mal da bin. Was habe ich hier alles für Wegpunkte markiert? Aufträge. Das hier. Karte. Zenobia, wo bist du? Ich bin hier, ne? Also muss ich da hin. Ich benutze jetzt einfach mal irgendeine Flohflamme. Darf ich sie dann auch behalten? Man hat ja immer die... Bei jeder Quest irgendwie hat man ja die Möglichkeit, der Arsch zu sein. Kann ich das bei ihr auch machen? Boah, hier ist ja immer noch dieser Spiegel, den ich noch nicht... gefunden habe. Moment kurz. Ich muss mal diesen Wegpunkt wegmachen, der macht mich wahnsinnig. So. Karte von Hogwarts. Bin ich hier jetzt schon bei Zenobia? Ah, da ist sie ja schon. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen Koboldsteinen. Naja, einer muss es ja machen. Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein, ich werde sie behalten. Das wird dir eine Lehre sein, herumzustänkern. Was? Du willst meine wertvolle Sammlung behalten? Ja, immerhin habe ich sie gefunden. Ich wusste es. Du bist so schlimm wie alle anderen. Ich hasse diese Schule. Es wird euch noch leid tun, wenn ich mehr Zaubersprüche kenne. Ja, da muss man einfach konsequent sein. Einmal ein Arsch, immer ein Arsch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das falsche Spiel für so eine Entscheidung. Es gibt Spiele, da macht es deutlich, also hat es ganz andere Auswirkungen, irgendwie böse zu sein. Jetzt will ich das einmal machen, und dann ist es ein Spiel, wo es eigentlich ziemlich egal ist. Also es fühlt sich zumindest ziemlich egal an. Wo bin ich denn hier?
Revelio.